Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Icarus. In der letzten Folge haben wir mal wieder eine Mission gemacht seit langem. Also so eine normale kleine Quest. Und wir haben dabei einen Skorpion besiegt. Ein Riesenskorpion. Ich muss sagen, die Brandmunition dabei war top. Die war super. Und zusätzlich haben wir eine Operation angefangen. Bei der wir bei unserem alten Haus vorbeigekommen sind, was ihr gerade im Hintergrund gesehen habt. Ich habe da jetzt kurz kampiert. Genau, es sieht jetzt nicht nach einem Sturm aus. Und selbst wenn einer kommt, dann wäre es nur ein leichter Sturm. Das wäre also erträglich. Und ansonsten versuchen wir jetzt nämlich da hinzukommen. Wir sind eine ganze Ecke gelaufen. Ne? Also es war ja die ganze Zeit, oder es war ja ein ganzes Stückchen von unserem alten Zuhause zu unserem neuen in der Wüste. Aber wir sind ja ein gutes Stück vorangekommen auf jeden Fall. So, ich bin ausgeschlafen. Ich habe Essen im Magen. Mein Bison habe ich auch gefüttert, also Bill ist auch versorgt. Und ansonsten, da kann eigentlich nichts schief gehen, würde ich sagen. Ja, ich habe den Erscheinungspunkt auch bei unserer alten Hütte gesetzt. Ja, damit der Weg dann einfach nicht so weit ist, falls wir es nochmal probieren wollen. Und ja, ist natürlich der Weg auch nicht so weit, um unser Zeug wiederzuholen. Ja. Gut, dann reiten wir mal und harren der Dinge, die da kommen. Als nächstes wäre dann so ein mittlerer Sturm dran. Ich hoffe, das passiert nicht unbedingt jetzt kurz vorher oder während des Kampfes. Das wäre ein bisschen lästig. Ich hätte vielleicht das ganze Zeug, was ich dabei habe, in der Hütte zwischenlagern sollen. Wir kommen ja eher auf dem Rückweg wieder vorbei, statt jetzt alles mitzuschleppen. Weil wer weiß, ob wir überleben. So, kann sich Bill rein theoretisch gegen Wölfe verteidigen? Ich hoffe es. Ja, dann würde ich ihn ein bisschen entfernt stehen lassen. Den Rest selber laufen. Und ihn einfach auf Defensive stellen. In der Hoffnung, dass er nicht drauf geht. Oder wir bauen ihn einfach ein. Das geht natürlich auch. Das ist wahrscheinlich sogar schlauer. Ja. Das ist vermutlich schlauer. Jetzt muss ich nochmal schauen, wie ich hier runterkomme. Oh, ich könnte auch... Ich kann auch hier weiter. Genau, wir müssen sowieso da hinten hin. Müssen wir mal schauen, wo es da hochgeht. Genau, da war, glaube ich, eine Höhle. Da waren wir mal drin. Licht kann ich ausmachen. Inventar. Ich könnte mir vielleicht mal ein paar... Oh, das können wir dann auch machen. Ich würde mir vielleicht mal ein paar Verbände machen. Wo laufen wir denn jetzt gerade? Ach doch, wir sind richtig. Gut. Nee, da passt alles. Okay. Nee, hier kommen wir nicht durch mit unserem Bison. Dann würde ich sagen, baue ich dich hier schon mal ein, mein Freund. Ich glaube, eins reicht nicht. Ich denke, mindestens zwei. Ich habe eigentlich genug mitgenommen. Dann machen wir hier alles zu. Ja. Stellst dich schön hier drauf. Achso, ich muss natürlich noch was mitnehmen, um damit ich mich dann noch hochbauen kann. Ne? Ist ja schön, dass du dann geschützt bist. Aber ich brauche auch Schutz. So. Achso. Habe ich noch Betonböden? Ne, ich glaube nicht, ne? Ne, nur Holz. Okay, dann mache ich aber zumindest Holzböden. Ja, hier drauf. So. Perfekt. Perfekt. Und wir ziehen ohne Bill weiter.
Die hier sind tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und da immer, also da muss man eine ganze Ecke höher zielen, gerade bei weit entfernten Zielen. Ach, wartet mal, ich nehme den mal mit. Ich will nicht, dass der unbedingt so nah bei Bill liegt. Nicht, dass der Kadaver hier die ganze Zeit irgendwelche Tiere anlockt. Leg mal dich da hin. So, und dann geht's in diese Richtung. Und dann bin ich, wie gesagt, mal gespannt, was uns da erwartet. So, mein Gewehr ist noch auf Brandmunition. Dieses Knacken, also dieses ständige Knacken, ne? Ich denke jedes Mal, es ist ein Bär hinter mir. So, wie weit sind wir noch weg? Ist noch ein Stückchen, okay. Da ist ein Wolf. Ja, das, selbst das reicht nicht, ne? Ich habe den gerade voll im Bauch getroffen. Obwohl ich schon ein Stückchen drüber gezielt habe. Okay. Jetzt müssen wir vielleicht mal ein bisschen uns ein bisschen ranpirschen. Das ist ein Terrenus, okay. Halt überhaupt kein Damage mehr bei uns, ne? So. Jetzt ein bisschen Ausschau halten. Da vorne irgendwo muss es sein. Ich will ein bisschen das Terrain erkunden. Was ist da? Das ist ein Wolf, okay. Da ist auch ein Wolf. Okay. Ich möchte hier nur ungern noch weitere Wölfe um mich drumherum haben. Was ist das? Ein Hase, okay. Ausgewachsener Rudelwolf. Okay. Ja, der wartet da. Untersuche die Kratzspuren. Was denn für Kratzspuren? Also ich habe den doch schon gefunden. Muss ich jetzt trotzdem noch die Kratzspuren finden? Okay, der ruft bestimmt noch andere Wölfe. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Schleichen uns mal ein bisschen an. Und dann würde ich mir mal irgendwas Kleines hinzimmern, glaube ich. Er sieht uns also hier so nicht. Schon mal ganz praktisch. Gut, die Wurfsperre weg. Nehmen wir uns das jetzt hier mit. Okay, so sieht er uns auch nicht. Auch praktisch. Okay. Nee, ich möchte die ja gerne hier an die Seite haben. Das geht wieder nicht, ne? Ja, da vorne hin will ich sie doch nicht. Mensch! Das ist aber auch... Jetzt hat er mich gehört. Das sollten wir halt schon vermeiden. Okay. Sieht eigentlich ganz gut aus. Könnten sogar noch eine Etage hoch. Aber ob uns das was bringt, weiß ich dann halt auch nicht. Ich meine, wenn er unten das wegmacht, ist es halt weg. Okay.
Hups. Hups. Okay. Das war ein bisschen einfach. Aber okay. Warum ging das so einfach? Da, Knochen nehmen wir mit. Rest lassen wir liegen. Also ich habe tatsächlich eher mit einem Bären gerechnet. Aber ich glaube, die Kratzspuren müssen wir jetzt trotzdem noch finden, ne? Lass uns mal gucken, wo die sein könnten. Da ist ein Wolf, okay. Warte mal, ich pack das hier mal wieder aus dem Inventar raus. Ich wollte es nicht tun, aber weißt du, also wenn du mich schon so aggressiv anguckst, dann sorry. So, ja. Folge das Raubtier M, untersuche die Kratzspuren. Welche Kratzspuren? Wo sollen hier Kratzspuren sein? Also der Wolf ist hier überall lang gelaufen. Hier so, ne, der ist immer bis hier so in die Ecke. Müssen wir jetzt hier irgendwie die Kratzspuren finden. Sind die vielleicht... Ah, hier, nee, oder? Ist das hier vielleicht was? Aber die kann ich nicht untersuchen. Sind das hier... Das sieht doch aus wie Kratzspuren, oder? Oder ist das einfach zufällig hier auf dem Boden irgendein random Effekt? Wartet mal, wo war ich denn, als das ausgelöst wurde? Das mit der Angriffszone. Also hier in diesem Radius muss ich jetzt suchen. Okay. Gut. Dann suchen wir mal. Ich hoffe, das war jetzt nicht so schlimm, dass ich den Wolf halt vorher getötet habe. Wenn ja, wäre es sehr ärgerlich. Glaube ich nicht. Ich denke mal, das haben die schon mit einprogrammiert. Ausgewachsene Rudel. Der ist schon wieder da. Okay. Hä? Dann respawnt der. Also er respawnt anscheinend. Also anscheinend muss ich wirklich erst die Dings untersuchen. Die Spuren, die Kratzspuren. Dafür müsste ich halt wissen, wo sie sind, ne? Doch, jetzt bin ich immer noch im Radius. Das ist merkwürdig. Wo sollen denn hier Kratzspuren sein? Irgendein Baum? Oh, doch schon weiter vorher. Also doch schon irgendwie weiter hier vorne. Ich bin jetzt gerade überfordert. Wartet mal, kann ich mir das, kann ich mir die Quest nochmal irgendwo angucken? Nee, das sind nur die Höhen.
Unterschiede. Tja. Ist hier gerade Spuren? Nee. Gab es hier irgendwie einen getöteten Soldaten oder Forscher oder sowas, den ich jetzt vielleicht übersehen habe? Das gab es ja, glaube ich, in der einen Mission auch. Da bin ich dann hier auch, bin ich dann auch immer umhergestolpert. Das war das, glaube ich, mit dem Bären. Bin ich auch umhergestolpert und habe dann die Leichen gesucht. Also das könnte ruhig schon ein bisschen besser markiert sein. Jetzt haben wir da den Wolf. Ach hier, oh, okay. Oh, noch eine. Okay. Gut, dann geht die Operation tatsächlich noch ein bisschen weiter. Ja, alles klar. Ich dachte, die wäre jetzt schon vorbei. Folge der Spur des Raubtiers. Also hätten wir das gar nicht, hätten wir den Wolf gar nicht unbedingt killen müssen? Das könnte ich mir jetzt vorstellen, könnte ein Bär sein. Das würde zumindest Sinn machen. Ja, weil noch so ein, in Anführungszeichen, lausiger Wolf, das wäre schon fast traurig. Das ist ein Geysir. So, lass mal gucken, jetzt sind wir gleich da. Ist das Tyrannus da? Nee. Ach, hier, untersuche die Spuren. Okay, aber ich weiß jetzt zumindest, dass ich auf den Boden gucken muss. Nicht irgendwie an Steinen oder Wänden oder Bäumen oder was auch immer. Schon mal gut zu wissen. Und die waren auch relativ offensichtlich. Mhm. Ausgewachsener Rudelwolf. Okay, es ist auch wieder nur ein Wolf, in Anführungszeichen. Wo sind die Spuren? Hm. Da, okay. Hab sie gefunden. Looks like the work of the same animal. Something riled it up. If you can confirm another site, the assembly's bots should be able to zero in on the general location of its den. We've marked one more attack report on your map. Okay, dann holen wir erstmal unser Bison wieder ab. Also die wollen jetzt quasi den Standpunkt triangulieren dann. Ne? Also durch drei Standorte kann man dann halt ein Dreieck ziehen und gucken in der Mitte, ob da vielleicht ein Unterschlupf ist. Ich denke mal, das ist der Plan. Wir müssen wieder hier durch. Okay, das ist nur ein Hirsch. Oh, da ist ein Tyrannus. Okay. Also, du hättest es einfach lassen können. Lass es doch einfach. Weiß nicht, mit wem du dich hier einlässt. Oder auf wen du dich hier einlässt. Habt alle keine Chance gegen mich. Steht hier? Keine Chance. So. Ich hoffe, ich habe alles abgerissen. Warte noch einen Augenblick, bis die Trümmer alle weg sind.
Sehr schön. Futtertechnisch könnten wir noch mal was nachlegen. Und damit uns dann nicht im Zweifel einer überhasteten Flucht die Nahrung alle geht. Ah, okay. Kann ihn also auch angreifen lassen. So. Dann einmal genau Richtung See. Und ja, ich sag mal, die Wölfe, die waren jetzt nicht so schlimm, ne? Vielleicht wartet aber natürlich jetzt hier auch an der zentralen Stelle der Mutterwolf oder so. Obwohl, nee, Quatsch, es ist ja quasi noch die dritte, der dritte Triangulationspunkt. Komisches Wort. Triangulationspunkt, den wir untersuchen sollen. Denke ich mal nicht, dass da irgendwie großartiger Wolf. Boah, das sah gerade aus wie ein Bär. Huhu. Das sah gerade aus wie ein Bär. Gut, ich würde dich jetzt einmal hier stehen lassen, mein Freund. Du darfst gern defensiv sein. Nee, folgen nicht, aber defensiv darfst du sein. Untersuche den Kadaver. Ich lade einmal nach. Untersuche den Kadaver. Oh, natürlich. Ausgewachsener Rudelwolf, okay. Das ist ein normaler Wolf, okay. Den kriege ich bestimmt auch so weg. Gucken. Ich will einfach nur mal gucken, was der für... was der für Hitpoints hat. Okay. Der ist selbst durch so ein Speer erledigt. Alles klar. Also der hält wirklich nicht viel aus. Wartet mal. Nee, jetzt. Okay. Ich dachte gerade, ich habe meine Maus umgestellt. Suche die Höhle auf der Karte bei einer... That's everything we need. Assembly's bots ain't the best. But they've got to guess where it's bedding down. Okay. You can find its den and end this. Okay. Bei Nacht. Warum zur Hölle bei Nacht? Wenn das Vieh schläft, was auch immer in der Höhle ist, dann kann ich es doch im Schlaf erledigen, ne? Bei Tag. Warum muss ich das in der Nacht machen? Macht überhaupt keinen Sinn. Sorry, aber es macht wirklich keinen Sinn. Aber gut. Das ist, glaube ich, die Höhle, in der wir schon waren. Obwohl, nee, wir waren hier in den Höhlen. Stimmt nicht. Habe ich mir das nicht markiert? Okay, bei Nacht. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen... Wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen beschäftigen. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Zur Not lasse ich die Zeit einfach ein bisschen vorlaufen und schneide den Partner raus. Wo jetzt hier ja, eine Weile nichts passiert. Oh, Salz deckt aber hoch. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt darfst du mir gerne folgen. Gucken mal, welche Höhle das ist. Ah, okay. Hier sind die drei Bauten. Aber die... Obwohl, nee, das ist hier schon. Okay, das ist direkt hier. Dann, sollte ich meinen Bill vielleicht doch besser in Sicherheit bringen. Genau. Du bleibst schön hier. Ich würde nur mal gucken, ob ich mir da jetzt vielleicht schon mal eine Hütte hinstelle. Also in der Nähe zumindest.
dass ich dann gleich drauf hüpfen kann. Nee, warte, ich, kein Platz mehr. So. Genau, dann eine Treppe. Jetzt brauche ich hier eigentlich nicht unbedingt eine Decke drin, ne? Die ich irgendwie sowieso nicht bauen kann. Warum auch immer. Fragt mich nicht. War das so? Na, ist auch egal. Wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Genau. Wir können ja dann quasi auch einfach die hier wegreißen. Perfekt. Hier haben wir dann einen schönen Aussichtspunkt. Gut. Die restlichen Materialien würde ich jetzt einfach mal nehmen, um Bill einzubauen. Jetzt ist quasi, weil ich hier mal Fokusgitter zurücksetzen. Genau. Baue ich hier was hin? Und hier? Genau. Du musst dich jetzt quasi genau hierhin platzieren. Du darfst dich nicht wegbewegen. Sehr schön. Machen wir noch eine Decke drauf, damit auch bei Sturm nichts passiert. Sollte stürmisch werden, werde ich eh reinkommen. Da wird es kuschelig da drin. Gut. Wasser, Nahrung, Sauerstoff ist eigentlich alles voll. Das ist perfekt. Gut, dann heißt es jetzt eigentlich nur noch bis auf die Nacht warten. Ja, und was mache ich in der Zeit? Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann in... Also für euch gleich wieder, ne? Für mich sind es ein paar Minuten. Aber wir sehen uns gleich wieder zur Nacht. Bis gleich. Hey Leute, bin wieder zurück. Ja, hat gerade einen Hagelsturm eingesetzt. Also der Sturm für diese Phase ist jetzt auch vorbei. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was bedeutet jetzt eigentlich nachts? Also wirklich ab 22 Uhr oder geht das tatsächlich schon ab 18 Uhr los? Ich weiß es nicht. Wir werden es zusammen rausfinden. Wobei ihr das wahrscheinlich mit Sicherheit besser wisst als ich. Ja. Ich weiß es halt nicht. Ich weiß es nicht. Ich sehe hier auch noch nichts irgendwie. Ich sehe da jetzt auch noch nichts aus den Höhlen kriechen. Warten wir mal ab. Es ist 18 Uhr. Vielleicht kommen die direkt 18 Uhr. Oder sie spawnen nicht, wenn ich zu weit, zu nah dran bin. Ich weiß alles. Ich bin total unbedarft, was diese Operation angeht. Hey Häschen. So. Jetzt ist es 18 Uhr. Zählt das jetzt als Nacht? Offensichtlich noch nicht. Das bedeutet, ich muss noch ein bisschen länger warten. Unter Umständen. Ja, ich würde noch ein paar Bäume abholzen. Habe ich vorhin schon gemacht. Ein paar Bäume mitnehmen. Wie gesagt, Holz gibt es hier eine ganze Menge. Und können wir eigentlich immer gut gebrauchen. Ja gut, jetzt bin ich fast voll. Lass mal schauen. Genau, ich hatte noch ein bisschen Schwefel. Wie gesagt, Salz haben wir mitgenommen. Ja, jetzt ist eigentlich nur die Frage... Wann ist hier Nacht? Soll ich mich einfach da oben drauf stellen und warten? Ach, ist ja auch langweilig, ne?
Na komm, wir setzen uns einfach mal hier hin. Wir hocken uns einfach hier hin und warten. Und warten, was da so kommt. Ich snack mir mal mein Essen rein. Und dann warten wir einfach gemeinsam. Oh, da hinten sieht man Geysir. Boah, ist aber eine geile Aussicht hier. Das muss man sagen. Ist gut, dass ich hier einen Turm hingebaut habe. Ja, da hinten mit den Planeten. Ah, ist schon schön. Dieser Schlucht hier. Ah, herrlich. Herrlich. Ja. Okay, also 18 Uhr war anscheinend nicht Nachtbeginn. Na gut. Ja. Dann vielleicht einfach, was wir dann in den nächsten Folgen vorhaben. Ich hatte es zwar schon angerissen. Also diese ganzen Sachen halt, diese fortschrittlicheren Sachen bauen, die wir quasi freigeschaltet haben. Ne, also hier die elektrische Kreaturenabschreckung, die wollen wir auf jeden Fall bauen, damit halt die ganzen Tiere da uns durchlaufen, ständig. Dieses Flowmeter wollte ich bauen. Da hatte ich auch gelesen in den Kommentaren, dass dann quasi da alle Verbraucher angezeigt werden. Was ganz cool ist, das werden wir auf jeden Fall machen. Und Kühlschrank, genau. Wir wollten einen Kühlschrank bauen. Und ich glaube, da gehe ich auch direkt hier auf alles. Jetzt kommen hier ein paar Wölfe raus. Genau, Marmor-Küchenschrank. Spüle mit Wasseranschluss. Tiefkühler. Wie gesagt, also Zeug haben wir eh genug. Ja, also Zeug haben wir eh genug. Von daher passt das schon. Und jemand hatte noch geschrieben, dass mit den fortschrittlicheren oder mit diesem, wie sage ich das jetzt, mit diesem Erweiterungsset oder mit diesem Deko-Pack, da gibt es wohl auch schönere Lampen, die auch mehr Licht erzeugen. Da müssen wir uns auf jeden Fall mal was angucken. Weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Sowas können wir eigentlich auch machen. Die Holz, obwohl, das gefällt mir eigentlich nicht so. Vielleicht gibt es da was Schöneres. Wo war denn das? Dieses zusätzliche Deko-Pack. War das hier mit? Elektrischer Komposter. Wasserpumpe, Wasserbohrer, Aquarium. Ich wüsste einfach gern, wo ich das dann, also wo ich es dann bauen kann. Gucken, was wir hier noch so freischalten können. Ich meine, punktemäßig, wie gesagt, haben wir eigentlich genug. Kommt jetzt langsam was? Nee, immer noch nicht. Okay. Verbesserte Teppichset. Bärvorleger, Büffel, Jaguar, Eisbär, Schneeleoparden. Ah, da brauchen wir dieses komische Messer dazu, ne? Um das Fell abzuziehen, also das zusätzliche Fell noch. Ist das hier ein Biospritofen? Gut, den brauchen wir dann nicht. Küchenschrank. Kompaktes Lagermodul für die Küche. Modul mit 40 Lagerslots. Ja, ich weiß halt nicht, ob mir das Marmor so gefällt. Ich finde Holz eigentlich, also ich finde so dieses rustikale Holz so als Deko eigentlich schon echt cool. Ich kann das hier nochmal freischalten. Einfach nochmal was haben. Das hier würde ich mir auf jeden Fall gerne machen. Ne, diese Pillen. Obwohl, wartet mal, was waren da auf Rang 4? Oh, ich glaube, auf Rang 4 gab es nichts mehr, ne? Verbesserte Umbaubank, einfache Wandleuchte. Chemiebank. Ah, hier ist der Dünger. Okay. Aber das ist nur der normale Dünger. Wo mache ich den anderen?
ist die verbesserte Chemiebank. Das heißt, es muss schon mal irgendwo vorher eine geben. Textilbank. Küchentisch. Immer noch nicht. Es ist schon 20.52 Uhr. Mensch, ich will schon längst im Bett liegen. Kommt jetzt endlich raus. Biospritlampe. Genau, bei den Schildern habe ich gesehen, da gibt es eine Variation, dass man die auch quasi an eine Wand machen kann. Das werden wir auf jeden Fall machen. Damit ich dann endlich mal Schränke beschriften kann. Was gibt es denn hier noch? Palisaden. Ah, zu Palisaden weiß ich gar nicht. Einfaches Teppichset, Kreaturenabschreckung. Bleib eines kleinen Radius, okay. Fladenbrot. Aus Mehl. Ich schalte hier einfach jetzt mal alles frei. Genau, Bienen wollten wir sowieso noch machen. Instabile Substanz. Okay, damit kann man dann wahrscheinlich so Explosionssachen machen. Honigwabenprodukte. Honig und Bienenwachs. Okay. Einfache Fischerbank. Sowas wie Fischen haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Präparatbank. Ach, da kann ich die auch einfach reinschmeißen. Okay. Passiert jetzt hier noch was? Oder bin ich einfach wirklich zu nah dran, dass die hier nicht spawnen? Feuerstelle. Feuerstelle. Die wollte ich mir quasi als Ersatz für dieses dieses Feuerbecken machen, was wir quasi jetzt in unserem Schlafzimmer stehen haben. Weil das einfach nicht so schön aussieht. Muss ich ganz einfach sagen. Sieht nicht schön aus. So, Stufe 1 brauchen wir, glaube ich, nichts weiter. Ja, ich bin mir unschlüssig. Was gab es denn bei den Talenten noch? Gab es da irgendwas, wo ich quasi aus Dünger Schießpulver machen kann? Angebot und Nutzpflanzen wachsen nachts schneller. Verbrauchen weniger Dünger. Ah, hier, genau, das ist es. Um Immerser-Schießpulver aus Dünger herzustellen. Ja, okay, dann haben wir's. Alles klar. Eine starke Klimaanlage. Brauche ich aber auch nicht unbedingt, weil mein Haus jetzt auch nicht so heiß ist. Suche die Höhle auf der Karte bei Nacht. Also, wir haben das ja gefunden, ne? Also, ich denke doch, dass das damit gemeint ist. Oder? Oder ist damit wirklich eine Höhle gemeint? Nicht, dass ich jetzt hier die ganze Zeit warte und tatsächlich muss ich in irgendeine Höhle. Also, eine richtige Höhle. Eine Höhle. Ich habe perfekt erwischt. Den habe ich ja wirklich perfekt erwischt. Gibt es denn hier irgendwo eine Höhle? Weil die kann ja dann eigentlich nur in dem Bereich sein, wo ich gerade wo ich gerade weg bin. Oder rumgestiefelt bin. Also hier hinten irgendwo. Aber es sieht jetzt eigentlich nicht so aus, ne? Da ist noch ein Wolf. Geh einfach weiter.
Und ich tue dir nichts. Nee, das hat schon was mit denen da zu tun, oder? Mit den Höhlen da unten. Aber wie gesagt, wann ist nachts? Das ist halt die Frage. Wann ist nachts? Und hier bin ich schon deutlich zu weit weg. Das ist ein Hase, okay. Ist jetzt hier was los? Ist jetzt hier irgendwas passiert? Ein Reh, ein Rehkitz, ein Hase. Ah, okay. Töte das Raubtier. Oh, lass mich hier hoch. Okay. Wo ist Barkan? Da. Oh. Der hält schon deutlich mehr aus. Jetzt sind sie drin. Kommt ruhig her, kommt ruhig her. Wo ist er? Ah! Sehe ich nicht mehr, verdammt. Rennt er noch? Nein, er rennt nicht mehr. Mann. Wie kriege ich ihn jetzt? Aber. Okay. Gut. Na komm schon. Komm noch mal her. Komm noch mal her. Ach Mensch. Ich meine, er brennt noch, aber. Ich wollte das jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Jetzt nehmen wir mal die normale Munition wieder. Vielleicht kann ich da noch ein paar auf ihn schießen. Wenn er sich denn mal nicht so viel bewegen würde. Der war gut. Also hin. Der heilt sich. Jetzt brauche ich nochmal Brandmunition. Oh Gott. Jetzt brennt er wieder. Gut. Okay. Oh. Ist da noch ein Terreno? Ist da noch ein Terreno? Das wollt ihr mich verarschen? Oh. Nein. Oh nein, das war nicht gut, das war nicht gut. Oh. Boah, das gibt's doch nicht. Okay, einmal kurz nachladen. Lade nach! Gottes Willen. Wie geht's hier?
Er hat aber nicht viel Schaden gekriegt. Okay. Oh, heilige Scheiße. Sturmfrontbewegung entdeckt. Was? Oh. Oh, ich will jetzt gar nicht wissen, wie ich dabei ausgesehen habe. Oh, heilige. Schwarzer Wolfzahn. Okay. Ein Haufen Rumpsteak. Nehmen wir mal mit. Ein bisschen Rumpsteak. Das... Boah. Ja, das... Das war actionreich, auf jeden Fall. Wie ich einfach drüber gesprungen bin. Oh Mann, ey. Wie ich einfach drüber gesprungen bin. So. Das nehmen wir wieder mit. Das Betonzeug. Oh Mann, ey. Wir haben es geschafft. Gottes Willen, der hat aber auch viel ausgehalten. Gut. Gut. Dann war's das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.